guten Morgen. Daran könnte ich mich ja glatt gewöhnen. Pass auf, sonst musst du mich jetzt jeden Morgen abholen. Ah, Tanja. Du wusstest, dass du mir verzeihst. Ich habe eine Entschuldigung bei dem Sauber, bei dem jungen Mann. Wird's spät. Was? Du hast mir angezeigt. Komm mal bitte näher. Hast du das kreiert? Du arbeitest in deinem Gewächshaus. Wo auch mein Rosmarin steht. Ja. Genau so ist das. Du weißt das alles wieder. Du bist meine Freundin. From the first ray in the morning to the last kiss in the night, just one day without you, I could throw my heart away. Can't you hear I'm asking you to stay? Du weißt wieder, wer ich bin? Wir haben viel miteinander erlebt, nicht wahr? Ja. Ja, das haben wir. Ach, Robert, ich hab dich so vermisst. Da ist noch mehr. Woran du dich erinnerst? An Alexander. Gott sei Dank. Und dein Parfum, das hast du kreiert, nachdem ich dir einen Brief geschrieben habe. Ja. Ja, genau so ist es gewesen. In meinem Kopf, da sind viele Erinnerungen. Wie fühlst du dich? Momentan einfach ein bisschen viel. Was? Was spinnst du jetzt mehr? Was? Verklang bist du mit Beleidigung. Jetzt recht. Unverschämt. Sag mal. Ja, warum sind Sie so wütend? Ja, diese Frau Liebers, die ist ja nicht ganz bei Trost. Was hat sie denn gemacht? Na, alles wegen dem Sauber, dem Elendiglichen. Aber der hat sich die Watsche verdient. Sie haben jemanden geohrfeigt. Ja, und wem handelt es sich denn? Baggerte die Tanja einfach an, anstatt dass er... Ach, Meier. Weiber, das hab ich jetzt davon. Das dreht er durch. Was soll ich denn machen? Entweder wir landen vor Gericht oder Samia muss das Land verlassen. Das ist die Wahl zwischen Pest und Cholera. Ja. Es gibt nur eine Lösung. Und zwar? Meinst du es gut mit Samia? Natürlich. Und du willst wirklich, dass sie hier bleiben kann? Vater, bitte. Ja. Felix. Ich weiß, es ist hart. Aber es ist noch nicht zu spät. Wofür? Ich kann doch meine Gefühle nicht einfach so abschalten. Felix, du musst es ihr klar machen, und zwar bald, sonst mache ich das. Wie soll ich da die Zeit zurückdrehen? Wie soll das funktionieren? Du musst dir klar machen, was auf dem Spiel steht, und dann weißt du, was du zu tun hast. Das ist heute der 1. April, oder was? Ja, sowas habe ich auch gedacht. Du, ich habe das doch selber nicht glauben wollen. Also nochmal, der Pachmeier hat dem Anzeigenmann von der Tanja eine Watschen gegeben. Ja. Ja, aber der Pachmeier selber ist doch Tanjas Anzeigenmann. Ja, da scheint es aber noch einen zu geben. Aha. Und dann geht der Pachmeier hin und haut ihm einfach eine runter, oder was? Dankeschön, einen schönen Tag wünsche ich Ihnen. Vielen Dank, dankeschön. Sag einmal. Ist der Pachmeier noch da? Nee, du, der ist rausgerauscht, wütend wie ein wilder Stier. Ja. Jetzt fragt sich nur, ob der gewusst hat, dass sich die Tanja mit einem anderen trifft oder ob er zufällig da war. Na, das müsste aber ein großer Zufall gewesen sein. Du,
Meinst du, die Tanja hat sich mit beiden gleichzeitig verabredet? Ja, inzwischen weiß ich überhaupt nichts mehr. Jedenfalls hatte er plötzlich einen Konkurrenten. Ja, und noch dazu einen jungen, schneidigen Kerl. Ja, da sind ihm die Nerven durchgegangen. Na, so könnte es gewesen sein. Ja, oder eben auch ganz anders. Ja, und wie? Das darfst du mich doch nicht fragen. Woher soll ich denn das wissen? Also, so viel ist nur klar. Die Tanja ist ja nicht blöd. Und wenn du dir zwei Männer zur gleichen Zeit hinbestellst, das muss ja in die Hose gehen. Ja. Also muss irgendetwas schiefgelaufen sein. Ist blöd, wenn man nicht Bescheid weiß. Ne? Ja, saublöd. Also, das ist jetzt nicht wegen der Neugier oder so. Nee, natürlich nicht. Hildegard, das hier ist das Herz vom Hotel. Hier muss einer stehen, der über alles Bescheid weiß. Ja. Entschuldigung. Hotelfürstenhof Rezeption Sombichler, was kann ich für Sie tun? Einen Massagetermin, gern. Ja, so, jetzt. Er kann so sanft sein. Das glaubt man gar nicht. Er wirkt sonst immer so kontrolliert. Das liegt wahrscheinlich daran, dass er dich wirklich mag. Ich habe das Gefühl, er versteht mich einfach. Ich brauche nichts machen oder sagen. Er weiß trotzdem, was los ist. Ihr müsst natürlich jetzt sehr vorsichtig sein. Vorsichtig? Warum? Naja, mir war das erst auch nicht klar. Johann hat mich darauf hingewiesen. Johann? Hat euch gesehen. Also, niemand darf merken, dass ihr zusammen seid. Wieso denn nicht? Von mir aus kann es die ganze Welt wissen. Es glauben ja alle, dass Johann mein Vater wäre. Und das muss auch so bleiben. Und dass Felix Johanns Sohn ist, das wissen ja hier sowieso alle. Eben, und deshalb darf wirklich niemand erfahren, dass ihr ein Paar seid. Sonst denken alle, dass ihr Geschwister seid. Ich hab's gewusst. Ich hab's doch gewusst. Robert wird wieder ganz gesund. Das Schlimmste ist überstanden. Ich bin so froh. Ich könnte die ganze Welt umarmen. Einen wunderschönen guten Tag. Aber eins sage ich dir, Robert Saalfeld. Diesmal passe ich besser auf dich auf. Bald kannst du dich wieder an alles erinnern. Hä? Sieht ganz danach aus. Das Seifenkistenrennen, weißt du's wieder? Da, wo es mich aus der Kurve gehauen hat. Ja. Die steile Straße am See. Die letzte Kurve. Da habe ich mir den Arm gebrochen. Genau. Sonst hätte ich gewonnen. Für mich warst du sowieso der Sieger. Damals hast du was anderes gesagt. Damals waren wir noch Kinder. Apropos. Schau mal hier. Deine kleine Nichte. Guck. Und Laura, ja. Sie nicht süß? Also, Hanna. Jeder, der Hanna sieht, verliebt sich sofort in sie. Sie ist noch ziemlich klein. Du bist noch ziemlich mitgenommen, was? Ach, kannst du natürlich behalten. Also, damit du ein bisschen prahlen kannst mit deiner hübschen Nichte. Ich habe vorhin mit Laura telefoniert. Sie sagt ganz liebe Grüße. Wann fährst du denn wieder nach Brüssel? Und solange du mich noch brauchst, bleibe ich natürlich hier. Ich bin wieder okay. Meine Erinnerungen sind auch wieder da. Ich brauche einfach noch ein bisschen Geduld, um das alles zu sortieren. Hm. Ja, meine kleine Familie vermisst mich schon sehr. Und das Hotel, für das du arbeitest? Ach, ich habe einen verständnisvollen Chef. Hoffe ich zumindest. Ich schlafe sowieso die ganze Zeit und wenn ich wach bin, versuche ich, meine Erinnerungen zu sortieren. Werner kommt ja morgen wieder. Miriam ist sowieso die ganze Zeit da. Also, ich meine, wenn du wirklich glaubst, es wäre okay. Mein Kompliment. Wofür?
Felix Tarasch hat dich wahnsinnig gelobt. Ah ja? Obwohl er dich am Anfang ja gar nicht mochte. Ja, ich arbeite auch gern mit ihm zusammen. Wie mit fast allen hier. Ah, gibt's da Ausnahmen? Die gibt's wohl immer. Mhm. Ich hoffe, du hast noch genug Zeit für dein Privatleben. Das Vergnügen sollte nie zu kurz kommen. Sicher. Also ich zum Beispiel werde mir heute einen ausgezeichneten toskanischen Rotwein gönnen. Den haben wir mal zusammen getrunken, vielleicht erinnerst du dich. Das ist der mit dem angenehmen Abgang. Vielleicht hast du ja Lust? Ich würde mich freuen. Du versuchst es wirklich immer wieder, ja? Warum nicht? Überleg's dir. Der ganze Abgang. Davon verstehst du was. Hallo, Robert. Hallo. Erkennst du mich schon wieder? Du bist Victoria. Wir waren mal zusammen. Das weiß ich. Ich erinnere mich, wie du nackt aussiehst. Aber jetzt hast du ja was an. Deinen Sinn für Humor hast du nicht verloren. Es freut mich, dass es dir wieder gut geht. Ich habe keine Schmerzen. Du, ich hab dir was mitgebracht. Nur ein Risotto. Du kannst es ruhig essen, der Doc hat es erlaubt. Du hast schon mal Risotto für mich gemacht. Mhm. Das Krabbenrisotto. Du erinnerst dich dran? Da sind wir uns zum ersten Mal begegnet. Mhm. Und du dachtest, ich wäre ein Küchenmädchen. Hm? Und du hast so getan, als wärst du eins. Du fühlst dich noch nicht wirklich fit, was? Ich bin ziemlich schlapp. Hey, das wird schon wieder. Danke. Was glaubst du, könnte es noch Komplikationen geben? Im Moment sieht alles sehr, sehr gut aus. Was mit der CT? Die geschädigten Hirnregionen? Ja, sie werden offenbar tatsächlich von anderen Zonen kompensiert. Robert hat großes Glück gehabt. Seine Erinnerung kehrt zurück. Ja, und sein Sprachzentrum ist auch völlig in Ordnung. Also ich fahre nur nach Brüssel, wenn ich mir sicher sein kann, dass nichts mehr passiert. Nix, Hanna. Alle Tests waren unauffällig. Also aus meiner Sicht kannst du völlig beruhigt fahren. Danke, Gregor. Du hast Robert sehr geholfen. Das war gar nicht so wild. Er hat, wie gesagt, großes Glück gehabt. Ist nicht unterzukriegen, was? Ich habe fast das Gefühl, mich von einem Freund zu verabschieden. Geht mir genauso. Verrücktes Leben, ne? Was machen wir jetzt? Ich weiß es nicht. Es gibt immer eine Lösung. Das mit der Vaterschaft, das kann man bestimmt rückgängig machen. Samir, die Vaterschaftsanerkennung rückgängig zu machen, das würde das Ende bedeuten. Aber dann müssten wir uns nicht mehr verstecken. Dazu hätten wir auch gar keine Gelegenheit mehr. Du müsstest sofort zurück nach Afrika und das wäre noch gar nicht alles. Wieso? Vera und Johann, die müssten sich wegen Betrugs vor Gericht verantworten. Es muss einen Weg geben. Ja, natürlich, den gibt es auch. Aber ich sehe nur einen Weg. Du meinst, wir müssen... Vernünftig sein, ja, wir müssen vernünftig sein. Wir müssen die Finger voneinander lassen. Ich will aber nicht vernünftig sein. Ich auch nicht. Sollen wir das denn schaffen?
Ich weiß nicht, aber wir müssen. Ja, jedes Mal bei Föhn habe ich einen verspannten Rücken. Eine Massage hilft da immer. Dann melde ich mich wegen einem Termin. Lässt sich machen. Hallo zusammen. Tag, Herr Sonnbichler. Herr Sonnbichler, ich muss da wieder. Es gibt nur ein paar neue Massagetermine. Bitte sehr. Vielen Dank. Keine Ursache. Und sonst alles okay bei Ihnen? Natürlich, natürlich. Dann ist es ja gut. Also. Hey, darf ich kurz? Ja, klar. Ich bin so froh, dass es Robert wieder gut geht. Das kann sich überhaupt keiner vorstellen. Doch, ich. Meinst du, ich könnte ihn morgen mal besuchen? Ja, klar. Warum nicht? Entschuldigt, störe ich? Ich müsste ganz kurz mit dir sprechen. Ich muss sowieso zurück in die Küche. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Euch. Dir auch. Ich war gerade bei Robert im Krankenhaus. Ist das nicht unglaublich? Ich freue mich auch, dass es ihm wieder gut geht. Höre ich da ein Aber? Er kam mir irgendwie komisch vor. Vittoria, er hat noch Erinnerungslücken. Aber das gibt's nicht bald. Ich weiß gar nicht, wie ich es sagen soll. Er war seltsam, so als wäre er nicht ganz bei sich. Du musst ein bisschen nachsichtig mit ihm sein. Das Koma hat ihn sehr geschwächt. Und die Operation ist auch nicht lange her. Das weiß ich. Trotzdem, da ist noch was anderes. Er hat nicht ein einziges Mal gelächelt. Vielleicht bist du einfach nur enttäuscht, weil er immer noch nicht ganz der Alte ist. Miriam, ich kenne Robert auch ganz gut und da stimmt irgendwas nicht. Vielleicht solltest du mal mit Gregor darüber sprechen. Ich kann verstehen, dass du dir Sorgen machst. Aber du findest, dass es überflüssig ist. Ja, vielleicht hast du recht. Du wirst sehen. Bald steht Robert wieder in der Küche. Hoffen wir es. Ich muss wieder ins Büro. Ich habe gute Nachrichten. Du kommst in ein normales Krankenzimmer. Hauptsache ein weiches Bett. Ja, dein Zustand ist stabil genug. Sind das Fotos von Laura und dem Baby? Darf ich mal? Klar. Ach Gott, süß. Ja, Wahnsinn, guck mal. Guck mal, wie glücklich Laura aussieht. Und das Baby wie aus dem Bilderbuch. Hübsches Kind. Und gesund. Ist bei dir alles okay, Robert? Also ich meine so, wie fühlst du dich? Ich habe keine Schmerzen. Nein, ich meine so, wie fühlst du dich? Ganz okay. Nach einem Koma kann es manchmal passieren, dass Patienten Depressionen bekommen. Manchmal wissen sie gar nicht, was mit ihnen los ist. So eine Art Traurigkeit. Habe ich nicht. Sicher. Ich glaube, man ist einfach nur müde. Ich denke, ich würde mich jetzt gerne ausruhen. Tu das. Ist auch gut für den Heilungsprozess. Musik.
beiden möchte ich wirklich nicht tauschen. Ja. Muss denn das unbedingt jetzt sein? Was meinst du? Nein, mit Felix und Samia. Müssen die sich ausgerechnet jetzt ineinander vergucken? Also, Johann, das sucht man sich doch nicht aus. Aber wenn etwas unmöglich ist, dann lässt man es einfach bleiben. Da sind Gefühle im Spiel, das geht nicht so einfach. Wenn mir jemand sagt, Johann, steig auf den Kilimandscharo, dann sage ich auch nein, ich lasse es bleiben, weil ich es nicht kann. Keine besonders romantische Einstellung. Vera, Romantik hat hier nichts verloren. Ein anderer würde vielleicht sagen, ich besorge mir gute Schuhe und die beste Ausrüstung und dann steige ich da hoch. Ja, genau. Und wenn du oben auf dem Gipfelkreuz angekommen bist, dann gibt's auf der einen Seite die Ausweisung nach Afrika und auf der anderen Seite den Riesenprozess gegen uns wegen Betrugs. Oh, Samia ist gerade so glücklich und Felix... Felix passt auch so gut zu ihr. Vera, jetzt setz dir doch bitte keinen Floh ins Ohr. Das tue ich doch gar nicht. Vielen ist der Zusammenhang doch auch gar nicht mehr klar. Die denken nicht mehr daran, dass Samia zu deiner Tochter gemacht wird und dass Felix dein Sohn ist. Wie? Du meinst, sie können zusammen sein, ohne dass sich irgendjemand was draus macht? Vielleicht. Nee, das glaube ich nicht. Der Bachmeier, der war von Anfang an skeptisch. Für den wäre es doch ein gefundenes Fressen, wenn er die beiden Händchen halten und im Park spazieren gehen sieht. Ja, aber man kann ihnen doch nicht verbieten, sich zu lieben. Wie soll denn das gehen? Nein, man kann es ihnen nicht verbieten, aber man kann ihnen verbieten, ihre Liebe zu leben. Das ist grausam. Ist es dir lieber, wenn sie uns alle ins Unglück reiten? Die beiden werden unglücklich sein. Ja. Aber nach einer gewissen Zeit werden die Gefühle verblassen und dann... bricht es doch auch das Herz. Ich hoffe, eine Feuerzangenbude tut's auch. Bitte nehmen Sie doch Platz, Madame. Wow. Frieden. Ich bin froh, dass wir diesen Abend hatten. Vielleicht ist Freundschaft besser als eine Liebe, die uns beide niemals glücklich gemacht hätte. Darf ich? Gerne. Hey. So nachdenklich? Ich mach mir Sorgen um Robert. Aber ich dachte, es geht ihm besser. Schon. Was macht dir dann zu schaffen? Hm? Weißt du, Robert ist einer der emotionalsten Menschen, die ich kenne. Aber davon ist nichts zu spüren. Er ist mir auf einmal so fremd. Er ist bestimmt bald wieder okay. Ich habe meinen Cousin noch gar nicht richtig kennengelernt, aber dir scheint er sehr vertraut zu sein. Wir sind eine Weile zusammen gewesen. Was? Das wusste ich ja gar nicht. Für Snow steckt voller Überraschung. Schlaft,
dich schön gesund. Ich weiß, wie erschöpft du bist. Aber jetzt wird alles gut. Ich sehe dich schon vor mir, wie du auf Französisch die Küchenleute durch die Gegend scheust. Vorausgesetzt, Victoria und ich können diesen Lecom lang genug hinhalten. Das kriegen wir aber auch noch hin. Aber jetzt gehe ich lieber, bevor du aufwachst. Dieser Weinhändler in Byron Bay will mir nichts verkaufen. Aber ja? Du willst den Wein unbedingt haben. Ja, ja, natürlich, logisch. Ja. Und er sagt so wie, nein, keine Chance. Er hat irgendwie so ein Dialekt gehabt, so Schwarzenegger-mäßig. Ja. Österreicher. Steiermark, genau. Seit 30 Jahren in Australien. Ja. Und dann verrät er mir, was er auf dieser Welt am meisten vermisst. Und? Steirischen Zirbenschnaps. Was? Ja, so aus dem Zapfen der Zirbelkiefer, ja. Und dann sag ich ihm, pass auf, wenn ich dir davon eine Flasche besorge, kommen wir dann ins Geschäft? Was hat er gesagt? Also erstmal totgelacht, der Typ, ja. Und meint, das schaffst du nie und so, aber dann hat er ja gesagt. Und jetzt kommt's. Freund von mir wohnt auf der Turacher Höhe. Ah, ja? Nee. Holt eine Flasche aus dem Keller, fährt nach Klagenfurt zum Flughafen, besticht eine Stewardess und das war's. Gibt's nicht. Er hat sich gefreut? Ja, du, der hat sich tierisch gefreut. Er hat echt geweint vor Glück, ohne Quatsch. Oh, entschuldige, ja. Auf den glücklichen Weinhändler. Was man tun muss, um dich glücklich zu machen. Das ist gar nicht so leicht. Und warum? Ich will offen sein. Ich bin in letzter Zeit an Männer geraten, die es nicht wirklich ernst mit mir gemeint haben. Schwer zu verstehen. Sowas brauche ich nicht nochmal. Da ich nicht weiß, wie du zu Frau Marquardt stehst. Ja, da bin ich halt etwas sehr zurückhaltend. Und denkst du, das könnte sich irgendwann ändern? Ich will einen, der es ernst meint. Nicht mehr und nicht weniger. Danke für den schönen Abend. Du hast deinen Kittel zwar ausgezogen, aber innerlich trägst du ihn immer noch. Du kennst mich schon ganz schön gut. Was ist los? Du wirkst so nachdenklich. Ja, ich muss an Robert denken. Wieso? Hat sein Zustand sich verschlechtert? Eigentlich nicht. Aber? Physisch ist er auf einem guten Weg. Und psychisch? Also sprachlich, seine Gedanken, Erinnerungen, alles okay. Ich weiß auch gar nicht, ob ich drüber reden sollte. Es ist mehr so ein diffuses Gefühl, das ich habe. Naja, aber es beschäftigt dich doch. Ich habe mit ihm über Laura gesprochen und über das Baby von Laura und Alexander. Roberts kleine Nichte. Ja, und da waren Fotos. Die waren wirklich total süß.
Aber Ruth haben die irgendwie völlig kalt gelassen. Ja, aber guck mal, ich denke, er ist todmüde. Ich meine, Robert wäre fast gestorben. Ja, aber er war so kühl. Völlig untypisch für Robert, als hätte sein Charakter sich verändert. Ist denn sowas möglich? Er könnte eine Depression haben, die er versucht zu unterdrücken. Aber Robert streitet das ab. Und was willst du jetzt tun? Abwarten. Vielleicht ist es ja nur die Medikation, die er nicht verträgt. Wer weiß. Aber sprich bitte mit niemandem drüber. Nein, natürlich nicht. Herr Saalfeld sollte das nicht wissen und Miriam natürlich erst recht nicht. Sie hat so schon genug Sorgen. Herr Saalfeld wird mit mir sowieso nur über eine Sache sprechen wollen. Du meinst, er will dich immer noch loswerden? Wenn Robert irgendwas passiert, dann hasst er mich wirklich. Aber Alexander hat geschafft, dass du hier bleibst. Ach, Alexander hat doch überhaupt nichts mehr zu sagen hier. Weißt du was? Am besten, wir vergessen jetzt einfach beide unsere Sorgen und konzentrieren uns auf das Wesentliche. Und das wäre? Küssen. Hm. Und kuscheln? Ja, und so Sachen. Alexander! Werner, ich habe auf dich gewartet. Ach, es ist schön, wieder hier zu sein. Du willst bestimmt gleich zu Robert. Also, wenn Komplikationen auftauchen, kommt Professor Thomas sofort hergeflogen. Hast mal wieder alle Register gezogen, was? Ich habe ihm angeboten, im Fürstendorf Urlaub zu machen mit der ganzen Familie, solange er will. Falls jetzt noch was ist, dann lässt er alles sofort stehen und liegen. Das wird zum Glück nicht mehr nötig sein. Komm doch mit mir mit, wir fahren gemeinsam zu Robert. Ich war gerade auf dem Sprung zum Flughafen. Du willst schon abreisen? Ja, meine Familie vermisst mich. Also Laura und Hanna. Und das Hotel braucht mich auch. Robert hat es mir selbst vorgeschlagen. Das ist allerdings ein gutes Zeichen. Auch wenn ich dich gern hier noch länger hätte. Na dann, lass dich noch mal. Ach, komm her. Eine Bitte hätte ich allerdings noch. Gibt es was, das ich dir abschlagen könnte? Es wäre schön, wenn du dich mit meiner Cousine wieder vertragen würdest. Cousine? Ah, Leonie Preisinger. Ja, ich habe ihre Kündigung rückgängig gemacht. Sie kann nichts dafür. Sie kann weder was für ihre Erkrankung noch für die ganzen Komplikationen, die Robert sich eingebrockt hat. Jetzt gib dir einen Ruck. Sie leidet unter dem Zerwürfnis mit dir. Ja, ja, ist ja schon gut. Alles Schnee von gestern. Robert wird bald wieder gesund und das ist doch das Wichtigste. Ich habe kaum geschlafen. Und trotzdem bin ich hellwach. Das macht wohl die Liebe. Bestimmt ist Robert schon viel munterer als gestern. Vielleicht könnten wir zusammen ein bisschen Pläne schmieden, wie wir uns in Paris einrichten werden. Und wenn wir die Wohnung von Victorias Freundin bekommen, dann könnten wir morgens Café au lait auf unserer eigenen Dachterrasse trinken. Gregor! Hey, setz dich doch. Guten Morgen. Sag mal, hast du vielleicht eine Idee, wann Robert entlassen werden kann? Man sollte da nichts überstürzen. Nein, nein, um Gottes Willen. Also ich will, dass Robert so lange im Krankenhaus bleibt, wie es nötig ist. Auch wenn er anfängt zu jammern. Da bin ich ganz deiner Meinung. Sag mal, du kennst doch Robert am besten von uns allen. Vielleicht. Ist dir irgendwas an ihm aufgefallen, seit er wieder wach ist? Was soll mir denn aufgefallen sein? Ja, so einfach an seinem Verhalten. Findest du, er ist irgendwie anders als sonst? Er ist halt noch ein bisschen müde, aber ich meine, das mit der wiederkehrenden Erinnerung ist bestimmt auch nicht leicht. Du machst dir Sorgen. Weswegen? Eigentlich wollte ich mit dir noch gar nicht drüber reden. Worüber?
Ich frage mich, ob Robert eine Depression hat. Nach all dem, was er hinter sich hat, wäre das nicht verwunderlich. Na, was habt ihr denn alle? Gib ihm doch einfach ein bisschen Ruhe. Wieso ihr? Victoria hat auch schon irgend sowas gesagt, von wegen, Robert ist komisch. Robert hat keine Depression. Ja, ich will nur nichts außer Acht lassen, weißt du? Also, ich treffe mich jetzt gleich mit Herrn Saalfeld. Wir fahren zusammen ins Krankenhaus. Willst du mit? Nein, danke. Ich fahre dann lieber später. Allein. Okay. Also, wir sehen uns. Ach Mensch, schade, dass wir so wenig Zeit füreinander hatten. Tja, schade, aber was willst du machen? Wenn es jemandem in der Familie schlecht geht, dann muss eben alles andere hinten anstehen. Irgendwann schaffe ich das mal, hier zu sein, ohne dass es lauter Katastrophen gibt. Ja, davon bin ich nicht überzeugt. Stell dir vor, gestern zum Beispiel hat unser Herr Bürgermeister auf der Terrasse einen Gast geohrfeigt. Der Pachmeier? Ja, der Pachmeier. Warum? Der Fürstenhof. Das ist eigenartig. In Brüssel ist es irgendwie viel ruhiger. Das möchte man gar nicht glauben, oder? Naja. Irgendwie vermisse ich das auch. Es wird Zeit, dass ihr uns mal besuchen kommt, Hildegard und du. Ja. Ich möchte endlich einmal mein Enkelkind auf dem Arm haben. Du, die Einladung steht. Ihr könnt kommen, jederzeit, das weißt du. Sobald wir es möglich machen können, kommen wir. Versprochen? Versprochen. Und solange grüßt du mir bitte die Laura ganz lieb und natürlich die kleine Hanna. Mach ich, Vater. So sind wir, Saalfeld. Was wir uns vorgenommen haben, setzen wir auch durch. Und nochmals vielen Dank, Dr. Bergmeister, für Ihre Bemühungen. Gerne. Ja, seine Beine scheinen ja schon wieder zu funktionieren. Darf er eigentlich wieder aufstehen? Nein. Hat man ihn zu irgendeiner Untersuchung gebracht? Ja, definitiv nicht. Roberts Untersuchungen werden von mir durchgeführt, ohne Ausnahme. Dann ist er wieder getürmt. Das sieht ganz so aus. Mein Gott, wie kann das denn dauernd passieren? Na Gott, nochmal, wo kann er bloß sein? Ja, das frage ich mich auch. Hey, Onkelchen. Na, Onkelchen sagst du nicht zu mir. Ich fand's doch sogar irgendwie lustig. Ich bin doch gar nicht mehr böse. Spinnst jetzt, oder? Wieso? Wenn einer besser kann, dann war ich das. Wer hat denn hier wem eine gescheuert? Auf der Welt hat noch keiner Watschen gekriegt, der was nicht verdient hat, das sag ich dir. Onkel Alois, du musst mal runter von deinem hohen Ross. Du steckst hier in der Klemme. Tanja hat nämlich dich angezeigt. Ich weiß, dieses Weibsbild, diese Person, ich glaub's nicht. Ja, und wenn es öffentlich wird? Ja, dann war ich mein weißer Westentricker, die weiß. Ja, und deine zweite Amtszeit könntest du auch vergessen, Onkelchen. Wenn's du einmal Onkelchen sagst, dann hau ich dir ungespitzt den Boden ein, dass das Grundwasserkurgeln hörst. Was wäre denn so schlimm daran, wenn du ein bisschen vor mir auf den Knien rutschst und um Verzeihung bittest? Tanja würde es sicherlich gefallen. Mir aber nicht. Sie würde ihre Anzeige bestimmt zurücknehmen. Du glaubst doch nicht, dass ich ungewiesen bin auf die Aussage von diesem Weibsbild? Ein Bild von einem Weib. Die Kuh sie auf dem Kopf stehen, die Sache kriege ich ganz anders vom Tisch, mit links. Ja? Und wie? Ja, für was bin ich Politiker? Da! Ja. Das gibt's doch gar nicht. Kannst du nicht aufpassen, wohin du reitest? Ich meine, ich... Das tut mir leid, ich habe sie nicht gesehen. Dann fragst du doch mal, was im Stall gewesen ist. Alles gut. Geht's dir gut? Geht's dir gut? Danke. Da ist er ja! Robert, was machst du hier?
Ich sitze. Du kannst doch nicht aufstehen und rumlaufen in deinem Zustand. Das muss dir doch klar sein. Also ab morgen bekommst du einen Bodyguard. Ich wollte ein bisschen frische Luft schnappen, also bin ich spazieren gegangen. Wo ist das Problem? Du hast mich in ein anderes Zimmer verlegt. Ich bin aus dem Gröbsten raus. Ach übrigens, hallo Vater. Ach, hallo. Trotzdem, du musst sofort zurück ins Zimmer. Von mir aus. Nein, nein, schön sitzen bleiben. Nicht noch mehr anstrengen, ja? Es kommt gleich jemand mit dem Rollstuhl. Ihr wisst auch nicht so wirklich, was ihr wollt, oder? Hier? Der Rotwein und ich. Ich habe den gestrigen Abend mit Victoria verbracht. Hm? Sie kleine immer noch hinter dir her. Aber sie hat doch nicht etwa ein Exklusivrecht auf dich, oder? So ein zwielichtiger Weinkeller. Gibt es eigentlich irgendwas Romantischeres auf der Welt? Was hältst du denn davon, wenn du dieses Spielchen einfach mal lässt? Hm? Oh nein. Jetzt hör mal zu. Victoria ist nicht hinter mir her. Das wäre schön, wenn es so wäre, aber die Wahrheit ist... Ah, jetzt bin ich immer gespannt. Die Wahrheit ist, das wird mich eine Menge Arbeit kosten, sie für mich zu gewinnen. Ach. Und dafür hast du ja auch gesorgt. So viel Arbeit für so eine Spaßbremse, wo doch das Vergnügen direkt vor deiner Tür steht. Ja, ja. Aber vielleicht sollte man nur den aufmachen, die man wirklich auch hereinlassen will. Hm? Das sollen wir alles tun, damit du besser auf dich aufpasst. Dich ans Bett festbinden? Dich mit Schlafmitteln vollpumpen? Warum regst du dich so auf? Es ist nichts passiert. Es hätte aber was passieren können! Himmelgott nochmal, wie kann man so leichtfertig sein? Andere wären noch schadenklug, aber nein, mein Robert Saalfeld nicht. Der riskiert lieber sein Leben. Übertreibst du jetzt nicht? Was meinst du, was ich alles angestellt habe, um diesen Professor Thomas zu bekommen? Den brauchst du ja jetzt nicht mehr. Herr Saalfeld, würden Sie uns bitte einen Moment allein lassen? Ja, nicht Sie, was ist das? Ich brauche frische Luft. Ciao, Vater. Robert. Ich kenne dich jetzt ja schon eine ganze Weile. Unvernünftig warst du immer. Kann sein. Aber das ist ja gar nicht der Punkt. Nicht wahr? Und es geht auch gar nicht um Depressionen. Ich glaube, hier geht es um was völlig anderes. Ich hoffe, es ist alles zu Ihrer Zufriedenheit. Ja, danke schön. Hey, was machst du denn hier? Ich muss arbeiten. Und ich muss mit dir reden. Okay. Felix, ich will mit dir zusammen sein. Das will ich auch. Aber wir wissen beide, dass das nicht so einfach ist. Hörst du mir jetzt trotzdem zu? Ja, natürlich. Offiziell dürfen wir nicht zusammen sein, ich weiß. Aber wenn wir vorsichtig sind, merkt es keiner. Keine Berührungen, keine zärtlichen Worte, keine Küsse. Nur hinter verschlossenen Türen. Eine heimliche Liebe. Das Verfahren ist eingestellt. Entschuldigung, wieso? Ja, das glaube ich ja jetzt wohl nicht. Was hat denn Herr Pachmeier sich jetzt einfallen lassen? Womit hat er Ihnen gedroht? Nein, Moment, hallo! Dieser Mann hat meinen Freund einfach ins Gesicht geschlagen. Das kann man doch jetzt nicht einfach so... Nee, Entschuldigung, wissen Sie, wonach das riecht? Der stinkt nach Korruption, stinkt das nämlich.
Beamtenbeleidigung. Wissen Sie was, das ist mir so egal, zeigen Sie mich doch an. Ich hätte es nicht gedacht, dass du so gut lernen kannst. Soll das jetzt etwa ein Kompliment sein? Ja, weil ich, wenn du der Polizei gesagt hast, dass du bloß in den Arm einer gelaufen bist und dass der nie eine Ohrfeige gegeben hat. Kompliment. Ja, für 100 Euro kann man wohl auch eine überzeugende Darbietung erwarten. 100 Euro? Eigentlich hast du mich erst in die Lage eingebracht, aber bitteschön, Versprochen ist Versprochen. So, und jetzt sagst du mir, dass es nicht wahr ist. Tanja! Hast du dich jetzt kaufen lassen, oder was? Das hier sind die geschädigten Zonen. Ich dachte, die werden kompensiert. Das ist richtig, was das Sprachzentrum betrifft und das Erinnerungsvermögen. Aber? Das hier ist das emotionale Zentrum. Jetzt verstehe ich. Ach, deswegen ist das alles so merkwürdig. Ich kann mich zwar an die Gefühle erinnern, aber da, wo sie mal waren, da ist jetzt nur ein schwarzes Loch. Ist da gar nichts mehr? Ich weiß nicht. Was ist mit Miriam? Kannst du für sie noch etwas empfinden? Nein. Ich liebe sie nicht. Es war gar nicht so leicht, Vater anzuschwindeln. Er darf es wirklich nicht erfahren, okay? Wenn er wüsste, dass wir noch zusammen sind, dann würde er sich ständig Sorgen machen. Ja. Wen rufst du jetzt an? Professor Thomas, den Neurochirurgen. Wenn er nicht gewesen wäre, dann hätte man mich schon längst wieder abgeschoben. Es gibt immer ein gewisses Restrisiko bei jeder Operation. Moment mal. Entschuldigen Sie bitte, aber Sie können Roberts Leben nicht einfach so aufs Spiel setzen. Die Methode steckt noch in den Kinderschuhen. Ist kaum erprobt. Und riskant. Fürchtest also, dass er in Robert nur ein Versuchskaninchen sieht? Ausschließen kann ich das nicht.